und einen letzten für mich und einen für Michel und einen für Hans. Haben wir einen sprechenden Kater? Ja. Und was ist jetzt? Vertraust du mir? Ich weiß nicht. Es ist alles so, so unwirklich und ich muss dann auch. Ich bin ein Kater und ja, ich kann sprechen. Er ist ein Kater und kann sprechen? Sehr richtig. Und nachdem das ja jetzt geklärt wird, bitte ich um Einlass. Noch viel, viel besser. Pink und grün. Hast du schon mal einen Papagei gesehen, der pink und grün ist? Nein. Eben drum. Deshalb will ich genau so einen haben. Bring die Rebhühner sofort in die Küche und der Koch soll sie zubereiten. Sofort, wirst du? Schnell! Er ist der mächtigste Zauberer im ganzen Land. Auf der ganzen Welt. Es gibt keinen größeren Zauberer als ihn. Ja, sehr richtig. Er hat dem Grafen von Barakas, Herr König. Jawohl, Karabas. Das alles hier gehört dem Grafen von Karabas. Mein lieber Graf, das alles gehört euch? Ach, wem gehört der ganze Wald? Karabas. Das versteht auch kein Mensch mit seiner Buchstabe. Genau. Der ganze Wald gehört dem Grafen von Karabas, Majestät. Wirklich? Der ganze Wald? Jawohl, Majestät, der ganze Wald. Soweit das Auge reicht, gehört alles dem Grafen von Karabas. Angesicht zu Angesicht? Ja, das kann ich verstehen. Schließlich trifft man nicht jeden Tag auf den weltgrößten Zauberer. Und so gar nicht mit Verlaub. Als Kater. Ein Kinderspiel. Gemacht. Hokus Pokus, Krötebein, ich! Ist doch sicher eine riesige Schlossküche mit sehr, sehr vielen Köchen, die unzählige Rebhühner zubereiten können und davon sehr viele. Nicht wahr, Herr Graf? Ja, 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 Schlossküche. Schlossküche?